Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, für mich ist ein bisschen Zeit vergangen, ich bin aber immer noch alleine. Und irgendwie auch gerade ein bisschen verheizert, sag ich mal, aber geht eigentlich klar. So, ich habe da unten wieder aufgebaut. Oh. Ha, daneben geschossen. Scheiße. Ja, ich habe hier mal ein bisschen mehr aufgebaut. Das läuft soweit ganz gut hier von den Birken. Naja, Spruce und Eiche lässt zu wünschen übrig. Lass ich jetzt mal hier erstmal was volllaufen. Und schau, dass ich dann mal. Ich habe jetzt hier mal die Spruce-Taplings mal nach vorne gesetzt. Also, das sollte noch klappen. Muss ich nochmal schauen, dass ich morgen mal. Oder nachher nochmal die Kohle nachfülle. Aber grundlegend läuft das jetzt hier. Finde ich richtig cool. Ist doch mal eine schöne Art und Weise, so eine Holzfarm aufzubauen, finde ich. Aber was mir so auffällt, wie sieht das eigentlich? Ja, komm, die Durability von dem Woodcutter hält noch ewig. Sagt er, und 5 Minuten später war das weg. Okay, auf jeden Fall. Diese Aktion eben, mit oder gestern für euch, mit dem Creeper, hat mir gezeigt, okay, das reicht, habt ihr schon noch zu voll. Wir brauchen eine Magnum Torch. So. Die Magnum Torch. So. Eigentlich relativ einfach gemacht. Hier mit so Candler und 2 Potions und ein bisschen Holz. Candler ist nichts anderes als ein paar Fackeln, ein Dia und Gold. So. Aber wenn man es jetzt mal genauer anschaut. Hä? QED Receipts? Was? Was ist ein QED? Ja. Das QED. Ist eine kleine Maschine, ausgesprochen das ist das Quantum Emission Decompiler. Braucht ihr euch nicht zu merken, QED reicht vollkommen aus. Wird hier gemacht aus 2 Eye of Ender, einem Crafting Table. Ja, Diamond Edge Computational Matrix, habe ich das richtig ausgesprochen. Und Endern für Subsidian. Und das Problem ist, das muss noch gepowert werden mit Enderflux. Ja, also, würde ich sagen, setzen wir uns jetzt erstmal ans Craften vom QED an sich. Dafür brauchen wir ein bisschen Obsidian. Und mir schwand schon übel, also ich glaube nicht, dass das reichen wird. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ja, das haben wir immer noch nicht gemacht. Ich weiß, aber der Reaktor ist... Auch irgendwie out of order, sag ich jetzt mal, out of Funktion. Haben wir hier noch Obsidian drin? Natürlich nicht. Wie kann man schnell in Obsidian, wenn ich mal so fragen darf? Ja. Oh, okay. Okay, also am Klartext, wir müssen Obsidian herstellen. Was machen wir dann einfach über einen Igneous? Ja, nicht einen Igneous, ein Igneous Extruder. Sollten wir mal schnell craften, das ist kein Ding. Das war eine Primatic Servo. Dann aber bitte der Basic Machine Frame, danke. Ah, super, da fehlt natürlich was. Hier, da sollen alles Tin Gear. Ja. Danke. Hätten wir das auch schon. Einen Piston. Und dann einmal. Ah, da habe ich die Koppelgitz vergessen, jawohl. 1, 2. Und dann einmal so. Und wir haben den Igneous Extruder schon fertig. Das ist kein Ding. So. Wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Ich hoffe, dass das jetzt auch so klappt. Ah. Warte. Nee. Natürlich nicht. Dann machen wir das anders, dann setzen wir den hier hin, sagen von hinten bekommst du Lava. Ich schalte mich mal direkt auf Obsidian um. Und so, nach da gibst du aus. So, am besten. Da stellen wir eine Barrel hin.
Und ich würde sagen, von unten bekommst du noch Water. Das machen wir einfach ganz schnell noch über eine Reservoir. Ja? What of the unstable Reservoir? Was? Nein! Okay. Das ist krass. Ja. Dann machen wir nochmal ein Reservoir. Brauchen wir, wie gesagt, wieder zwei Cauldrons. Haben wir noch Fused Quartz? Das wäre mal richtig sexy. Fused Quartz? Reaktor drin? Ja, Fused, ja, aber ein bisschen. Nur ein kleines wenig. Nein. Ach, Mann, oh. Jetzt habe ich noch ein Nether. Okay, wir brauchen. Ne, 16 Stück. 4, 8, 12, 16. Machen wir das so. Wir haben noch jede Menge Quite Clear Glass. Und dann sind noch die letzten Nether Bricks noch. 4 Squads. So, schon mal 2 Reservoir. So, sehr krass jetzt. Ja, das zweite haben wir auch schon. Das stellen wir jetzt einmal ganz easy peasy lemon squeezy darunter auf. Machen wir das mal so. Na? Mir fällt da, glaube ich, gerade wieder was ein. Konnten das? Sorry. Verdammt. Wenigstens das Behälter. Das konnten wir gar nicht sagen, dass das von oben kommen soll. Und das Wasserbecken kann man eigentlich auch bald mal schließen. Nee, der bekommt nicht, verdammt. Das habe ich mir jetzt gerade fast gedacht. Bloß leider zu spät. So, dann brauchen wir eben noch zwei Fluid Conduits. Das ist alles kein Problem. Und ich glaube, da fällt mir was ein. Da brauchen wir die. Ja, der brauchen die Pressure Vice. Ja, das ist auch wahr. Sollte auch kein Problem sein. Brauchen wir halt eben noch mal ein bisschen Nether Quartz. Kann man ja relativ schnell wieder nachfarmen. So. Ach, was ist denn. Was ist denn jetzt schon wieder das bei mir in der Wurz? Och nee, ne? Geil, ich hab gerade herausgefunden, dass der TS. Wo ich momentan mit ein paar Kumpels aufhänge, mit denen ich ja auch hier das LOL aufgenommen habe. Der wird momentan gededost. Das heißt, also ich werde die nächsten Tage keine Ruhe haben. Ja, ich will nicht mit dem Tag wieder haben. Aber naja, kann man nichts machen. So, was ist der Unterschied zu den Pressurized Fluid Conduits? Die normalen Fluid Conduits können nicht nach oben pumpen. Die Pressurized können nach oben pumpen. So. Jetzt muss man hier nur noch Extract Without the Signal und der bekommt Wasser, wenn ich das dann auch mal richtig einstellen würde. Was? Nein! Nix, Kobbel! Obsidian! Gut, na. Und dabei bleibst du auch. Dankeschön. Gut. Kommen wir wieder zurück zum QED.
Okay, jetzt muss ich mal gerade schauen, womit fangen wir am besten an? Ich würde sagen... Ändern Fuse Obsidian ist, glaube ich, das Beste zum Anfang. Entschuldige auch gerade mal irgendwie so, wenn es ein bisschen hier vom Ping her, sage ich mal, leckt. Wo sind die Enderperlen hin? Boah, hab ich mich gerade geschrocken. Ich dachte, wir hätten keine Enderperlen mehr. Und das, wo ich noch gestern so großspurig in den Kommentaren gesagt habe, ja, Enderperlen haben wir noch genug. Ach, das ist Burnt Quartz. Auch nicht schlimm. Das müssten dann 16 sein. Block of Quartz. So, und jetzt, bevor ich das mache, mache ich auf Furnace Only, damit er dann auch das Burnt Quartz macht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch... Ja, okay. Kein Ding. Hat sich schon erledigt. So. Diamond Edge Computationale Matrix haben wir. Eye of Ender haben wir hier. Natürlich aber kein Blaze Powder drin. Ah, da will ich jetzt aber auch nicht verschwenderisch sein. Dann mache ich wenigstens noch mal ein bisschen Blaze Powder. So auf Vorrat. Ach, es ist gerade so ein schöner Tag bei mir draußen. Aber wir machen mittlerweile schon 20:38 und ich bewege mich heute nicht, glaube ich, nicht mehr raus. Es sei denn, die. Obwohl, wenn die Welt heute untergehen würde, was würde es mir bringen, rauszugehen? Sterben würde ich so oder so, würde ich es wieder leben möchte, was hätte ich davon? Ich würde meinen Untergang entgegen sehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt eine QED. Das packe ich jetzt mal hier hin. So. Das QED muss noch gepowert werden mit. Wo haben wir? Hier solchen Enderflux Crystal. Und da bin ich mir nicht sicher, wie die funktionieren. Okay, der braucht einfach nur RF. Okay. Das ist ja sehr schön zu wissen. Ich schätze mal, das werde ich jetzt einmal bauen und aufstellen und danach nie wieder. So, Eye of Ender. Enderflux Crystal, okay. Der hat ja gesagt, so mal rein theoprophylaktisch gesehen. Ah, das reiße ich nochmal. Mein Gott, man kann aber gar nichts abreißen mit dem. Das stelle ich dann das mal hier hin. Ah, warte. Und das wollte ich ja hier haben. Ah, warte. Was ist, wenn man jetzt hier Push macht? Ah, ich hoffe, dass das klappt. So, kommen wir zur Magnum Torch. Das sollte auch kein Ding sein jetzt. Einzigste, was ein bisschen blöd werden könnte, sind die beiden Potions, aber... Das haben wir ja auch zum Glück schnell geregelt. Wir brauchen zwei Wasserflaschen, aber hier gerade zufällig. Ah, oh, warum muss das ein Splash Potion sein? Mann! Verdammte Sch... Jetzt hätte ich fast schon wieder Scheiße gesagt. Okay. Das ist dann eine Netherwarze. Ja, eine Gwenstone auf jeden Fall. Dann brauchen wir eine Glittering Melon und eine Gast hier. Können die eigentlich schon wieder herstellen? Ja, das wollte ich wissen.
Ah, nur Rubin. Juhu. Goldnuggets haben wir so gut wie gar nichts mehr da. Muss ich doch mal gerade wirklich welche machen. Und Glow Powder wieder. Close of Dust, warte. Na. Muss ich auch noch machen. So, Blistering Melon. Das dauert jetzt leider einen Moment, da kann ich nichts für. Aber dafür haben wir jetzt gleich eine formschöne Magnum Torch. Ich kann ja in der Zwischenzeit hier schon mal so machen. Mache ich schon mal Fackeln. Denn Fackeln bauen wir auf für der Magnum Torch. Wir brauchen ja natürlich hier das Candle Layer. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Kann man das eigentlich auch, wow, auch so aufhängen? Oh, ist ja cool. Sieht doch relativ cool aus, finde ich. Gut, dann platzieren wir das eben schon mal. Das war ja auch gut. Tun dann jetzt hier noch die Gasträne rein. Und dann sollte es das jetzt gleich schon gewesen sein. Und wir haben dann unsere Magnum Torch. Und ich darf schauen, was ich danach in der Folge mache. Ich habe nämlich so null Ahnung. So, kann ich jetzt einfach den hier machen? Ja, das geht. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal so schauen, mit welchem Mod man was machen könnte. Oh, stimmt, man könnte mit den Bienen arbeiten. Ne, sorry, aber auf Bienen habe ich gerade gar keinen Bock. Redstone Arsenal. Flux. Okay. Bin gerade am überlegen, wer ist mir das wert? Ah, ne. Ah, es arbeitet. Ich habe schon gewundert, hey, was war denn das? War auf einmal für ein Sound. Hab mich schon richtig geschrocken. Aber die Effekte sind cool. Na. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber wir können trotzdem mal weiterschauen. Ja, Witchery habe ich immer noch nicht herausgefunden, wie das geht. Aber wir können ja mal den hier machen in der Zwischenzeit. Und die mal dazu tun. Bleibt hier eine über. Und dann gehe ich nochmal, weil wir es brauchen werden, da eine kleine unendliche Wasserquelle machen. Muss jetzt nicht hier so awesome super Imber aussehen. Da passt halt schon, wenn man den hier machen. Obwohl ich es eigentlich schade finde, dass es, ja, okay, was ist, heißt, dass das so rumbackt? Das ist ja nicht am Rumbacken. Ich schätze mal, ich bin einfach nur zu blöd für. Oder sehe ich das jetzt falsch? Na, was sagst du, Kollege? Kommen die
tun wir auf jeden Fall mal jetzt hier rein. Birke ist nämlich eindeutig genug. Na? Muss ich mal schauen, dass ich mal den Trivolo erwische, ob der mir da helfen kann. Oh, das scheint fertig. Wir haben sie! Wir haben die Magnum Torch! Ja, wo stellen wir die auf? Die stellen wir hier schön in. Komm, hier vorne hin. Und jetzt sollten bald alle Monster verschwinden. Ja, steht von. Alter, was hier schon wieder gespawnt ist. Machen wir mal schnell eine Aufräumtour. Dass hier generell mal so ein bisschen was verschwindet. Aber das sieht echt schon gut aus. Ja, du musst auch weg. Ja, wir sind jetzt aber schon wieder bei 21 Minuten. Ich würde sagen, nächste Folge ist dann mal Witcheried. Habe ich mich gerade erschrocken. Aber wer kann es auch für übel nach der letzten Aktion mit dem Creeper? So, was ich jetzt mal gerade mache, ich hole die hier mal weg. Ich schätze mal, wenn ich dann morgen nochmal drauf schauen würde, wäre hier alles voller Spruce Sappings. Aber das ist auch gut. Na, auf jeden Fall, heute haben wir jetzt echt wieder zu viel. Gut. Ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit die Folgen richtig oft mit diesem Pokémon-Lied enden. Naja, trotzdem, tschüss.